Oh nee, ey. Wenn ich das schon lese, ne? Leichenhalle. Holy shit, nein. Nein, 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 nein. Ich sehe nichts, aber ich höre. Oh, ich sehe was. Oh, ich sehe was. Ja. Hat schon immer geholfen, verschimmeltes Brot an die Wand zu schmeißen. Hello, hello, hello. Wir sind zurück mit Amnesia, The Dark Descent. Und machen genau da weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben. Ich war ja an so einer blöden Stelle, wo ich eine Plattform nach unten bringen sollte. Nur diese Plattform ist hängen geblieben. Und die Maschine, die die Plattform bewegt, haben wir repariert. Allerdings können wir die jetzt nicht mehr benutzen, weil die festhängt. Deswegen gehe ich jetzt mal ein bisschen anders an das Problem ran und versuche das physikalisch zu lösen. Und nicht mit dieser Maschine. Vielleicht ist ja wirklich das Rätselslösung. Hier hängt es ja irgendwo fest. Vielleicht können wir da was dagegen schmeißen. Ich nehme mal so einen Stein von hier unten mit nach oben und versuche den mal da dran zu pfeffern. Ach so, na klar. Gerade so geklappt. So. Nee. Ich hab das ja nicht mal getroffen, das Ding. Die Kette, meine ich. Hä? Ich hab letztes Mal so lange da drin gesucht, ne? Nach irgendeiner Lösung für dieses Problem. Und jetzt geht es einfach so auf. Runter. Das Gewicht von dem kleinen Steinchen hat das jetzt runtergeholt, oder was? Ja. Schön. Dann. Oh nee, ey. Wenn ich das schon lese, ne? Leichenhalle. Das, klingt gar nicht gut. Schauen wir doch mal rein. Jetzt überlege ich gerade, ob ich nicht auch einfach da in dieser Kanalisation, da haben wir noch so eine Hängebrücke, die nicht oben ist, ob es da vielleicht irgendwie auch mit einem Stein zu lösen ist. Auch wir haben gar kein Öl mehr, ne? Schlecht. Ich merke gerade, ich habe vergessen, meinen Avatar zu kalibrieren. Das ist hiermit getan. Do you see, Daniel? It has yielded. What? The shadow. It has? For now. Come. Let's get this out of here so we can get some peace. Yes, let's. Where to? Just down the corridor, to the morgue. Are there more dead men there? You did well, Daniel. Come, let's get going. Ja. Völlig normal in seiner Burg oder in seinem Schloss eine Leichenhalle zu haben. Sollte einen auch gar nicht beunruhigen, wenn man irgendwo zu Gast ist und der Gastgeber sagt, ey, ich möchte dir was zeigen. Wir müssten da einfach nur ganz kurz in die Leichenhalle runtergehen. Klar, kein Problem. Na sicher.
gehe einfach kurz vor. Ich laufe dir hinterher. Hier ist eindeutig was passiert. Auch jetzt lass mich doch mal gucken. Waren das gerade wir? War das unsere Stimme? Oder... Was ist das für ein komisches Glockengeräusch, ey? Das ist ja mega penetrant. Okay, hier haben wir was Neues. Kupfernes Rohr und auch gleich eine Notiz dazu. Und hier oben noch ein kleines Fläschchen. Laudanum. Das brauchen wir gerade nicht. Ein dünnes, kupfernes Rohr. Mhm. Und wir schreiben dazu auf, das feine kupferne Rohr aus der Leichenhalle sieht aus wie ein Teil eines chirurgischen Werkzeugs. Finde ich jetzt gar nicht, aber schön, dass er das so sieht. Dann gibt uns das schon mal einen Hinweis. Chirurgisches Werkzeug kann man bestimmt in der Leichenhalle gebrauchen. Alter, es ist schon wieder dunkel hier, ne? Brutal, ey. Ich sehe wieder überhaupt nichts. Da haben wir noch eine Tür. Erstmal wieder auschecken, wo man hin kann. Eingang zur Zisterne. Achso, warte mal. Hä? Sind wir da reingelaufen? Sind wir hier reingekommen? Ich dachte eigentlich, wir kommen von... Ah, nee, doch. Ja, na gut. Da kommen wir her. Dann schauen wir mal, was sich hier hinter verbirgt. Oh, das ist die Leichenhalle. Oh ja. I hear you breathing, Daniel. Do you hear me? Have you changed your mind? Nicht älter als ein Tag. Ja. Eine Notiz. Seuchenausbruch. Die mysteriösen Todesfälle unter den Bediensteten und Gefangenen konnten endlich aufgeklärt werden. Es scheint, dass die Abflusskanalisation, die vor kurzem zur Nutzung als Transportweg geöffnet wurde, von einem eigenartig giftigen Pilz befallen ist. Eigenartigen giftigen Pilz befallen ist. Ist das der, den wir schon gesehen haben? Dieser rote da? Die Krankheit scheint extrem schnell in den Opfern ausgebrochen zu sein und sie breitet sich im ganzen Körper aus. Einige Männer und ich selbst wurden glücklicherweise vor diesem Unheil verschont. Aber es ist klar, dass das Ganze mein weiteres Vorankommen verhindert. Die Gefangenen sterben schnell und ihre verschmutzte Lebensessenz hat nicht die Energie, die ich suche. Ich muss sofort anfangen, einen Impfstoff zu entwickeln. Ein Impfstoff gegen eine Seuche müssen wir wohl auch gleich entwickeln, sonst hätten wir diesen Fetzen nicht bekommen. Hier ist auch ein Tagebucheintrag wahrscheinlich und wieder so ein Zylinder, wo es eine Nachricht gibt oder eine Rückblende. Und ein bisschen Material. Ich fürchte um Daniel, er ist so leichtsinnig. Er ist vom sich nahenden Schatten verunreinigt und wird das Tor nicht durchschreiten können. Wird er das akzeptieren können? Nein, ich akzeptiere nicht. Mein Lieber, ich habe das Böse in ihm gesehen. Wie soll ich ihm die Wahrheit anvertrauen können? Welch Ironie, dass ich ihm das Gleiche antun muss wie Agrippa mir. Okay. Dem Alexander wird von diesem Agrippa Unheil angetan und uns... Sagt mal,
Da gehe ich gleich rein. Das sieht ja... Impfstoffversuche. Der Impfstoff, der es meinen Männern ermöglicht, in der pilzverseuchten Kanalisation zu arbeiten, ist ein voller Erfolg. Leider haben nur einige der Bediensteten das Mittel erhalten, da sich die Prozedur als schwierig erwies. Die anderen werden umkommen und schließlich werde ich mehr von ihnen erschaffen müssen, um meine Experimente weiterführen zu können. Eine Spritze geimpften Blutes wirkt lange genug als Schutzschild, um die Kanalisation ohne Infektionsrisiko zu durchqueren. Das genügt zum Gefangenentransport. Da frage ich mich natürlich, ob ich hier überhaupt rein darf. Aber das ist nicht die Kanalisation, ne? Das ist ja die Leichenhalle. Hier ist ja gar nichts drin, außer die armen Tröpfe hier auf dem Boden. Und dieses unsägliche Glockengeräusch. Oh, hier noch mehr Leichen. Ja, was ist das hier für eine Leichenhalle? Da ist ja... Da muss ja mal wieder jemand aufräumen, Mensch. Bah. Ja, wer ist denn von euch geimpft? Woher soll ich rausfinden, wer geimpft ist? Und dem muss ich dann Blut abzwacken irgendwie, ne? Aber die sehen halt vor allem einfach nur tot aus, die Leute hier. Ist das alles? Hier muss es doch irgendwas geben. Das ist ja nur der Teil eines chirurgischen Werkzeugs, den wir gefunden haben. Und das heißt ja eigentlich, dass wir es mit irgendwas kombinieren müssen, damit es eins ergibt. Es dringt nicht in den Schädel ein. Ja, ich weiß aber, was in den Schädel eindringt. Der gute alte Handbohrer. Okay, der ist jetzt hier mit... kaputt gegangen. Der Schädel ist offen. Röhrchen rein. Und jetzt? Jetzt machen wir noch das dran. Und dann pieksen wir uns, dann sind wir geimpft, oder wie? Ja. Mutig. Einfach mal mit Leichenblut impfen lassen. So, was ist jetzt? Wir sind jetzt geimpft und können in die Kanalisation, aber die ist ja noch gar nicht offen. Oder hätte ich die ganze Zeit schon aufmachen können und habe dann wirklich was übersehen? Holy shit, nein! Nein! Alter. Hau ab, ey. Komm nicht hier rein. Du gehst jetzt nicht hier rein, Alter. Geht ihr in den zweiten Raum? Nö, Mann. Bitte nicht. Alter, ey. Jetzt ist schon so lange nichts mehr passiert, ne? Musste ja irgendwie mal wieder was kommen. Es war die ganze Zeit Ruhe. Mir geht's auch gar nicht mehr gut. Die Steuerung ist schon wieder mega verzögert. Ein verrottetes Gehirn. Ich glaube, ich wage mal einen kleinen Blick.
Oh ne, jetzt müssen wir durch diesen scheiß dunklen Gang zurück. Komm raus, 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 raus hier. Jetzt beruhig dich mal wieder, hier ist wieder hell. Hier ist wieder hell und einigermaßen okay. So, wir sind geimpft. Das heißt, wir dürfen in die Kanalisation, aber... Hör auf, von einem Schatten zu reden, der näher kommt, Alter. Ja, ja, das Wasser ist zu tief. Ich weiß, ich weiß. Dann also nochmal in die Kanalisation, schätze ich. Was war hier eigentlich? Ach, das ging nicht. Das ging nicht. Ja, dann schaue ich ja nochmal. Ob ich da nicht was übersehen habe. Da ist ja wirklich nur diese eine Tür. Diese eine Zugbrücke. Die verschlossen ist. Zisterne. Zisterne heißt das Ding, nicht Kanalisation. Und was ich da auch mal noch ein bisschen seltsam fand, war diese Art Dusche, wo man die Stimmen dahinter gehört hat. Da konnte ich mir jetzt auch noch keinen Reim drauf machen. Das da. Hört man immer noch. Aber ich wollte hier hin. Das hier muss irgendwie runterkommen. Und weil ich es bisher noch nicht probiert habe, schmeiße ich jetzt auch einfach mal was dagegen. Oh, weißt du? Das sind manchmal einfach die einfachen... Die einfachen Lösungswege sind oft einfach die richtigen. Ups. Direkt nochmal. Da habe ich jetzt viel zu kompliziert gedacht gehabt. Kleine Sprungpassage, dann können wir nämlich final wahrscheinlich das Wasser ablassen in der Kanalisation und kommen weiter. Auf was soll ich jetzt springen? Ah, hier einfach, okay. Hep. Ah, hier ist noch ein Brett. Okay. Umleiten. August 1839. It is still early, and Alexander is busy preparing for the ritual later today. Seeing him this worked up makes me question why. What does he stand to gain? I realize he is curious about it all. But surely there must be more. Is he so foolish he will attempt to tame the power of the orb? I must admit that yesterday, when Alexander flooded the inner sanctum with blue light, I realized we had but graced the orb's true potential. This might turn out to be more than escaping a creeping shadow. It might be the beginning of something truly extraordinary. So wie ich das Spiel kenne. Ist hier jetzt aber nicht einfach nichts auf dem Rückweg,
sondern irgendein Scheiß passiert jetzt wieder. Es ist auch wieder alles dunkel jetzt natürlich, also die Fackeln sind hier auch ausgegangen. Ich werde versuchen, so wenig wie möglich das Wasser zu... Was flüstert hier? So wenig wie möglich das Wasser zu berühren auf dem Rückweg. Guck, guck. Sag ich's doch. Da ist irgendein Scheiße wieder drin jetzt. Oh. Wo ging's denn raus jetzt? Nee. Du schon wieder. Dich. Oh, jetzt ist hier auch dieser rote Scheiß überall. Ah, fuck. Aua. Ich habe mir gerade wehgetan, weil ich aus zu hoher Höhe gesprungen bin. Darf ich hier rüberlaufen? Ja. Ja, war ja gar nicht so schlimm. War ja gar nicht so schlimm, die Stelle hier. Ich dachte, da passiert jetzt vielleicht noch was Schlimmeres, aber erschrecken würde es mich dann nochmal, wenn das Viech aus dem Wasser plötzlich einfach rauskommen würde, was auch immer. Aber wir haben das jetzt vorerst mal geschafft und können hier jetzt endlich mal ins nächste Gebiet vorrücken. Und zwar tiefer in die Kanalisation. Ich schätze jetzt mal, dass es einfach weg ist, das Wasser. Weil wofür hätten wir das sonst gemacht? Okay, hier ist es. Hier ist auch der grüne Nebel. Wahrscheinlich kämen wir hier ungeimpft nicht durch. Aber das sind wir ja. Henry Bedloe kam zum Unterricht, die Wut seiner Mutter in sich tragend. Er weinte nie. Stattdessen brachte er andere zum Weinen. So sind Schmerzen. Du wirst entweder traurig oder wütend. Henry entschied sich immer für Letzteres. Ein Wüterich, der Henry. Gibt's jetzt Ratten oder sowas? So... Das sind komische Pilze auf jeden Fall. Vielleicht ist das dieser... Nee, es ging um Virus vorhin, ne? Nicht um Pilz. Hm? Oh no. Oh no. Oh no. Da läuft wieder der Schuft. Wieso ist der denn überall? Wieso ist der denn immer überall? Der ist dort lang gegangen. Da kommen wir schon mal nicht durch. Müssen wir wahrscheinlich ausmachen. Da möchte ich aus offensichtlichen Gründen erstmal nicht lang gehen. Und, naja, erstmal eine Rückblende. Was wackelt hier so? Mhm.
War das ein Grollen oder ein Blubbern oder beides gemischt? Ich weiß es nicht. Aber guck mal, wir sind jetzt noch so tief gefahren, ne, mit dem Aufzug. Und trotzdem ist hier offensichtlich nach vielleicht, keine Ahnung, 5 Metern schon wieder hellstes Licht da oben. Eigentlich dürfte hier unten ja gar nichts mehr ankommen. Okay, da kommt eine Tür. Ich gehe davon aus, sie ist verschlossen. Mal schauen wir mal. Nö, sie ist offen. Öl. Freunde. Wir sind wieder mal mit Öl ausgestattet. Nach Ewigkeiten. Schon dran gewöhnt, gar keins mehr zu haben. Und hier ist ein Rätsel. 3 verschieden große Zahnräder. Ist ein bisschen schneller geworden, das Geräusch. Mal schauen, was er sich als Notiz gemacht hat. Die 2 Hebel steuern die laute Maschine. Ja, toll. Sollte ich hier rausfinden können schon, wie ich das einstellen muss? Ich meine, so viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es hier ja gar nicht, ne? Jetzt ist es schön ruhig. Ich lasse das mal so. Erstmal. Oh, fuck me. Ich sehe nichts, aber ich höre. Oh, ich sehe was. Oh, ich sehe was. Fuck, hier gibt's kein Versteck, oder was? Bleib da draußen, Alter. Bitte? Wegbleiben, ja? Oh. Jesus Christus. Okay, die Trommeln sind verstummt. Hallo? Oh. Das Spiel könnte so einen krassen Jumpscare setzen, indem es die Trommeln verstummen lassen würde. Und man geht da raus und dann steht er einfach direkt vor einem. Das wäre krass. Das wäre richtig krass. Aber gut, dann hätte man ja keine Möglichkeit mehr, wirklich abzuhauen. Man kann sich ja überhaupt nicht wehren. Das wäre dann ja ein bisschen witzlos, sag ich mal. Ich will hier raus. Ja gut, dann gehen wir mal in die andere Richtung. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ist das hier langsamer geworden? Aua! Halte das drehende Wasserrad an, um weiterzukommen. Ja. Ganz anhalten muss man es. Und wahrscheinlich machen wir das mit der Maschine. Aber woher soll ich wissen, wenn ich nicht jedes Mal alles zurücklaufen will, was welcher Hebel macht? Wir schauen erstmal, was es hier noch so gibt. Irgendeinen Anhaltspunkt wird es schon noch geben. Hier haben wir schon mal ein Rohr. Guck mal. Das ist locker. Das ist gut. Habe ich irgendwas noch hier? Hammer und Meißel. Nein, ach, jetzt habe ich das genommen. Wollte ich gar nicht.
Geht nicht. Okay, dann brauchen wir einen Stein vielleicht wieder. Oder kann ich das einfach abbrechen? Ah ja, geht. Geht auch so. Ein kurzes Rohr. Dieses kurze Rohr stecke ich jetzt in diesen Motor rein. Und dann kommen wir wahrscheinlich auch schon weiter. Wenn nicht wieder der blöde Schuft jetzt kommt hier. Nein. Bis jetzt nicht. Tada. Easy. So kann es doch weitergehen. Eine neue Tür. Sie ist offen. Uiuiuiui. Was ist hier denn schon wieder geschehen? Ah! Schau mal eine an. Das ist doch der Schuft. Oh, jetzt sehen wir mal, wie der aussieht, richtig. Hui! Ist schon sau eklig irgendwie. Was geschieht? Was geschieht hier schon wieder? Hier geht's nicht weiter. Hä? Na, hier ist noch Laudanum. Aber hier geht nichts. Es sei denn, das bricht jetzt auf, wenn ich den Raum verlasse. Nö. Das war doch der einzige Weg, den wir jetzt neu haben. Kann ich das gegen diese Furunkeln schmeißen? Platzen die dann? Jesus, was ist da jetzt schon wieder explodiert? Was darf man denn da berühren und was nicht? Nee, geht gar nichts. Hier geht wirklich gar nichts. Seltsam. Mhm. Klar. Die Wahl zwischen Pest und Cholera hier. Okay, da kommt er. Da kommt er. Da kommt er wieder. Da kommt er wieder. Kein Bock, kein Bock, kein Bock. Nein, 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 nein. Ist er weg? Oh. Okay. Also die Trommeln sind noch da. Tür ist am Arsch, aber er ist nicht mehr da. Das heißt, er ist wieder umgedreht. Aber wo muss ich denn jetzt lang? Der hat ja irgendwas kaputt gemacht, ne? Irgendwie hat man was gehört. Vielleicht... Ah, hier, das Gitter. Ja. Gut, dann haben wir einen neuen Weg.
Wo ist er? Wo ist er? Zeig dich. Hallo? Durch den Nebel sieht man den halt noch mal viel später als sonst immer. Auf jeden Fall sind die Trommeln jetzt permanent da. Und das heißt eigentlich, dass der auch da ist, wenn man die Holy shit! Hat er mich gesehen? Der Blödmann. Da steht er. Steht er einfach und guckt da rein. Komm, hau ab, ey. Was mach ich denn jetzt? Muss ich ihn da weglocken, oder? Ich schau nochmal von der anderen Seite, ob man da irgendwie... Weil dann würde ich einmal im Kreis rennen und dann da rein und hoffen, dass ich mich da irgendwie vor ihm verstecken kann. Jo. Oh Gott, das ist doch ein anderer, oder? Das sieht ganz anders aus. Hey. Oh Gott, das ist was anderes. Oh Gott. Wo ist es? Kommt er gleich von der. Jetzt kommt er von vorne. Weg, 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 weg. Ey. Der hat mich ja nicht mal schnell verfolgt, ne? Das ist immer einfach nur diese Tatsache. Das war. Dass da was hinter dir ist. Jetzt verfolgt er mich auch noch, ey. Fuck, 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 fuck. Boah. Alter. Das ist echt so assi. So assi manchmal, dieses Spiel. Da geht der meiste Horror geht hier eigentlich nur im Kopf ab, weil man sieht die ja irgendwie selten und nie so richtig und ja, es ist halt einfach diese dauernde Gefahr, die einen hier so fertig macht. Komm, nimm's jetzt. Sehr gut. So. 1, 2, 3, 4 Türen. Ich schaue erstmal, ob es irgendwie direkt nur so Räume gibt oder ob das alles Gänge sind, damit ich schon mal ein bisschen ausschließen kann, wo ich hin muss als erstes. Hier war nur die Zunderbüchse drin. Dann lasse ich die mal auf. Die ist eh verschlossen. Die geht auf. Okay, da haben wir nur zwei Gänge. Geh mal hier lang. Ich frag mich, ob wir dieses andere Hebelrätsel da unten aus Zufall vorhin gelöst haben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da nochmal hin müssen. 1839. I can't stop sweating and shaking. The warding ritual was not something of a sane mind. I did not even realize the dungeon was still in use. Alexander had his servants bring one of the prisoners, a murderer, he told me.
Alexander made all the arrangements, but he said I had to perform the ritual in order to have the right effect. The shadow could be led astray by the blood of another. Killing the man would provide us precious time. What else could I do? Alexander said it had to be done. He is saving my life. I don't have the luxury of argument. Klar darf man mit Leuten streiten, auch wenn sie einem das Leben gerettet haben. Was ist das denn für eine blöde Regel? Oh, ich leg den einfach mal um. Es funktioniert nicht. Etwas scheint mit der Maschinerie nicht zu stimmen. Ja, wie so oft. Was haben wir uns aufgeschrieben? Zwei Hebel im Obergeschoss funktionieren nicht. Wahrscheinlich gibt es ein Problem mit der Maschinerie. Ja, ach, danke für diesen grandiosen Tipp. Dann haben wir jetzt nur noch einen Weg. Können wir eigentlich hier wieder... Können wir eigentlich hier wieder zurück? Zum Glück nicht. Hätte nämlich keinen Bock auch, da runter zu klettern nochmal. So, was geht hier? Es ist tief. Ich kann das nicht richtig sehen. Ich sehe keinen Boden. Aber es geht eine Treppe nach unten. Ganz schön tief. Ja, jetzt sind wir ja wieder auf derselben Ebene wie vorhin, wo der Schuft war. Kurz hier abchecken, ob was rumliegt. So eine Büchse. Nimm sie jetzt. Das ist manchmal, man muss sie mal genau angucken. Das nervt ein bisschen. Geht hier irgendwas? Noch mehr Zunderbüchsen. Immer her damit. Und das war's. Okay. Dann gibt's hier noch eine Tür und eine Rückblende. I need you to stay awake. Can you feel the syringe? No. I can't feel anything, Alexander. Yes. Soon, I won't even be able to move, will I? Your life is safe. I don't doubt that. But will it be worth living? Also es wurde ein Ritual durchgeführt. Warum auch immer. Was sie damit bezwecken wollten, weiß ich noch nicht. Hier geht's zum Labor, ist aber abgeschlossen. Aber war das Labor nicht ganz, ganz am Anfang? Auch ein Raum. Wo wir nicht reinkamen. Von der Haupthalle abzweigend, aber das kann ja eigentlich sein, wir sind ja viel tiefer hier, oder? Oh oh. Öl. Was ist denn mit dem Kollegen? Der lebt ja sogar noch. Aua. Mit was redest du? Du hast keinen Kiefer mehr. Was ist, wenn ich dir nicht helfe? Du siehst nämlich so schon zur Hälfte aus wie so ein... Ja, ja, ich hab's schon gesehen. Ich will nur mal kurz gucken. Und dann helfe ich dir vielleicht. Eine schwere Tür blockiert den Weg. Auch wieder so aufschlussreich. Danke. Soll ich dem helfen? Aua. Ich mach's jetzt einfach mal, oder? Befreie ich ihn oder rette ich ihn? Was passiert jetzt? Oh nein. Daniel?
You want to stop Alexander? I guess so. So Babylon shall fall, you say? You hurry too much. Alexander is toothless without an arm. He has one. That's not very promising at all. The sector is basically impenetrable, but guess why more? It could be breached by another, but Alexander broke his, I mean, my own, a long time ago. Really? Well, if you tell the truth, by all means, seek out the pieces of the broken orb and mend away. I believe he uses them for torture now. They practically leak madness, which is quite useful, I understand. There should be six of them. Look around the choir and the transept. You should be able to find them there. Wir sollen in den Altarraum und ins Querschiff, um eine Kugel zu bauen, um in das Heiligtum zu gelangen. Folterräume. Was ist das denn für ein Schloss, hör mal? Was hat er denn für Räume hier? Leichenhalle, Folterräume. Was ist denn jetzt mit dem? Ist der tot? Da guckt er mich immer noch so. Naja. Geht auch nicht auf. Der einzige Weg, der noch übrig ist, ist dieser hier. Schauen wir doch mal, was sich hier hinter verbirgt. Ah, Gummizellen. Warum sollte man sowas in seinem Schloss haben? Solange jetzt nicht aus einer von diesen Zellen plötzlich so ein Schuft rauskommt, ey. Hallo? Nichts. Geht hier auch noch auf? Ups, oh, ich wollte gar nicht durchgehen. An diesem Tag starb etwas in ihm. Zu sehen, wie sich dieser Mann davonmachte, war mehr, als sein Verstand ertragen konnte. Ich gehe doch mal zurück. Ich war hier noch nicht fertig. Hauptschiff. Was ist denn für ein Schiff? Wieso denn ein Schiff? Wieso denn ein Schiff jetzt? Kann man das sagen, statt Flügel, Schiff oder was? Cells are meant to hold prisoners who are under treatment. The people you send for will end up here. Remember that the confinement itself works as a preamble to the torture, and you should pace yourself. Don't take anyone before they are ready. Understood. Sounds from the torture chambers are shuttled in through those pipes in the ceiling. Manage your victims well, and let one prisoner's pain instill terror in his cellmate. Noch mehr Zellen hier oben. Was ist das denn jetzt? Ich bin geistbefreit. Oder wie, oder was? Zunderbüchse. I know this. I've been here already. I know this taste. A taste of Damascus rose obfuscating the truth in the dim haze. They may sweep the traces from my memory, but my body remembers. Cuts speak volumes, even though my mind remains silent. They will be back. They will be back. Wer wird zurück sein?
Wer, Leute? Ich würde hier lieber alleine bleiben, ehrlich gesagt. Aber wir wissen ja alle, alleine sind wir hier auf jeden Fall nicht. Oh, was ist das hier für ein Schinken? Fleisch. Kann ich damit den... Was passiert jetzt? Ach du Scheiße. Was war das? Die ganzen Zellen sind wieder zugegangen. Okay. Ich lasse jetzt mal zu. Dieses Fleisch, können wir das an diesem Typen da vorne verfüttern? Ich probier's mal aus. Hast du Hunger? Das klingt echt lächerlich. Ja. Okay, Agrippa, der sterbende Mann, sucht eine Notiz von einem Mann namens Johann Weyer. Hast du Hunger, Agrippa? Agrippa braucht das nicht. Ja, so sieht er aus. Der braucht gar nichts mehr. Wieso kommt seine Stimme überhaupt aus dem Ding heraus? Maybe the other room. Hat auch richtigen deutschen Dialekt. Aber wir sind ja schließlich auch in Schloss Brennenburg. Preußen, glaube ich, wurde mal irgendwo erwähnt. Und gehen wir mal zum Altar. Wie abscheulich, dachte er. Gute Männer können glücklich sein über ihre Abreise, denn sie sind nichts als eine Belastung für die Menschheit. Man wird sie nicht vermissen. Hä? Aber die guten Männer sind doch gut. Die mag doch jeder. Ui. Hier sieht's ja cool aus eigentlich. Ich glaube, da geht's wieder zur Zisterne zurück. Da haben wir uns hier den Weg durch die Kanalisation durchgebahnt quasi, um hierher zu kommen. Und ab diesem Moment muss man, glaube ich, auch nicht mehr sich wundern, was der noch alles im Keller seiner Burg hat. Just a little further. It's like Orpheus descending into the underworld. Are you hiding something? What do you mean? Never mind. Your intuition is remarkable. I'm not sure I'm following. It doesn't matter. It's just a myth after all. So, geradeaus, links oder rechts? Ich geh mal dahin. Wir tasten uns langsam ran. Die zerbrochene Kugel. Es ist alles verloren. Ich muss noch einmal von vorne beginnen. Seitdem ich die von Agrippa gefundene Kugel zurückgewonnen habe, hängen meine Forschungen von ihr ab. Der Vorfall mit Wilhelm hat mich sehr beunruhigt. Aus Angst, nicht genügend Gefangene zu haben, fuhr ich mit dem abschließenden Ritual ohne Überlegung fort. Die Kugel ist gesprungen und in 6 Teile zerbrochen. Ich habe alles versucht, habe es aber noch nicht geschafft, sie zu reparieren. Ich werde eine andere finden müssen, es sei denn, ich kann die zerbrochene Kugel irgendwie zusammensetzen. Es steckt noch immer Leben in den Teilen und selbst wenn die Kugel nicht wiederhergestellt wird, könnte ich immer noch ihre Macht für meine Zwecke nutzen. Jahrhunderte sind schon vergangen, vergebens. Und ich beginne mich zu fragen, ob ich jemals meine große Liebe wiedersehen werde. Wie viel länger kann ich noch am Leben bleiben? Ach ja, die ewige Geschichte. Die große Liebe ist gestorben und irgendjemand versucht sie wiederzubeleben.
sei es mit unnatürlichen Mitteln, also mit welchen Mitteln auch sonst, ne? Das heißt, 6 Teile müssen wir insgesamt finden für diese Kugel. Und die dann zusammensetzen. Das ist schon irgendwie eine Menge. Vielleicht haben die Symbole da unten noch irgendeine Bedeutung. Versuchst du mir mal so grob zu merken. Ah, hier ist wieder unser Messermönch. Den haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Okay, das sieht aus wie eine Opferstelle. Ich opfer ein bisschen Fleisch. Nein? Das ist nicht genug für den, wer auch immer hier unten haust. Alexander, Agrippa, Cthulhu. Ich weiß es nicht. Es hat schon so ein bisschen was von Lovecraft auf jeden Fall. Also hier unten zumindest. So, Raum Nummer 2. Was haben wir hier? Zahnräder. Und eine Notiz. 12. August 1839. Banishment ritual is taking longer than expected and we have to do what is needed. I spend my time helping out the prisoners. Being around these degenerates makes me ill. None of them even tries to face their punishment with any kind of dignity. They taunt me with their lies of innocence and their cowardly pleas of mercy. What can make a man fall so far from the grace of a civilized existence? They are all wicked men, and I remind myself of it constantly. Still, I am thankful for God sending these monsters our way, as they will serve as the instruments of my salvation. I try to study the different tools in the torture chamber and learn how to use them effectively. Last time was messy, and the effect suffered from my inexperience. When the next warding is to be performed, I shall be ready. Was haben wir hier? Ein Eimer Teer. Ein hölzerner Eimer gefüllt mit klebrigem Teer. Was machen wir damit? Kombinieren mit Fleisch. Nein. Ist auch immer geil. Man kombiniert einfach immer alles, was man im Inventar hat in so Spielen, ne? Fleisch und Teer, klar. Mal zusammenkippen. Vielleicht passiert hier irgendwas Irres. Das hier lässt sich nicht bewegen. Schade, sieht interessant aus. Dann haben wir aber immer noch eine Tür offen, die wir noch nicht erkundigt haben. Erkundet, nicht erkundigt, oder? Erkundigen, erkunden, erkundet, ja. Oha! Was ist das denn für ein Dimensionsportal? Da muss ich die Kugel wahrscheinlich reinlegen. Der Sockel im Altar hat eine Vertiefung, in die eine Kugel passen könnte. Ja, dachte ich mir doch. Natürlich werde ich jetzt einfach mal versuchen, da durchzulaufen. Geht natürlich nicht. Der Durchgang zum Altar ist auf geheimnisvolle Weise versperrt. Hab ich mir arg wehgetan dadurch? Nee. Kaum der Rede wert. Ja, wie komme ich denn in die Folterkammer?
Die Notiz... Ah, warte mal. Die Notiz, die wir aufgehoben haben... war nicht von diesem... Veya, ne? Veya. Nee, das ist alles mein Tagebuch. Haben wir noch nicht. Weil die sucht der Agrippa ja noch. Und die Bruchstücke liegen in den Folterräumen verteilt. Das sind ja nicht mehr die Folterräume hier. Was ich nicht ganz verstehe, redet der gerade jetzt mit uns? Oder sind das auch Rückblenden? Weil wir haben ja am Anfang irgendwie unser Gedächtnis verloren. Ist das schon alles passiert, was er gerade sagt? Oder passiert das gerade jetzt? Es ist auf jeden Fall nicht... offensichtlich, was hier immer abgeht, finde ich. Also, die Geschichte, die erzählt wird, die muss man sich schon eher mühsam zusammenpuzzeln. Geht so. Hilf mir doch. Sag mir doch, was ich tun soll. Kann ich da Teer reinkippen in deine lustige Maschine? Nee. Brauchst du Teer? Vielleicht. Ja, die gehen beide nicht auf. Ich hab Fleisch und ich hab Teer. Was soll ich damit? Es gibt ja noch dieses Hebelrätsel. Was nicht wirklich ein Rätsel ist, sondern einfach zwei klemmende Hebel. Ey, muss doch nicht schon wieder alles zurück hier, oder? Was habe ich denn jetzt schon wieder übersehen? Hallo, Spinne. Ich gehe noch mal kurz hoch und schau, ob ich irgendwas mit meinem Fleisch und meinem Teer hier oben anstellen kann. War das hier? Ja. Mal Öl nachfüllen, 4 war nicht mehr drin. Ja, was habe ich denn erwartet? Ich weiß ja auch, wo die Maschinerie ist. Die haben wir ja vorhin auch schon gesehen. Da habe ich ja gesagt, das sieht interessant aus, aber... Ich weiß halt nicht, wie wir da hinkommen. Rührt sich nicht. Nichts. Oh oh, fängt jetzt schon wieder die große Suche an. Wo ich nicht weiß, was ich machen soll. Ich schaue jetzt mal in den Zellen. Was anderes fällt mir nämlich gerade leider auch nicht ein. Mein Gott, boy.
He's probably the greatest man in history. And you don't know him? Or is it the world who has forgotten him? Halt jetzt deinen Mund. Ja, ja, ja. Kann ich dich wieder ausmachen eigentlich? Nein. Der hilft mir nicht weiter, der Kollege. Aber was soll ich denn in den Zellen auch finden? Da war ich ja schon überall. Ich meine, oben kam dieses Geistergeräusch bei einer Zelle. Vielleicht hätte ich da nochmal genauer gucken sollen, ob da was drin ist. Ich meine, das war hier. Aber ich schaue jetzt eh nochmal überall. Einfach, damit ich nichts übersehe. Weil es mir schließlich schon oft genug passiert ist in diesem Spiel, dass ich was übersehe. Aber das würde man doch auf jeden Fall bemerken, wenn hier was fehlen würde. Wenn hier was drin wäre, meine ich. Es fehlen würde. Hier fehlt nichts. Hier hört man doch. Aha. Nee. Ich dachte jetzt Geheimgang. Aber hier hört man eine Maschine. Das hört man nur in dem Raum, ne? Dem anderen nicht. Hier hört man das nicht. Und in der Zelle genau unten drunter. Hört man es auch nicht. Muss hier doch irgendwas gehen. Aber hier ist ja nichts. Das ist ja einfach nur leer da. Ja. Hat schon immer geholfen, ein verschimmeltes Brot an die Wand zu schmeißen. Das durchzukombinieren, was ich hier habe. Bringt aber alles nichts. Mist. Wie geht's hier weiter? Nehmen wir dasselbe noch mit dem Stein. Ich würde auch noch mal gerne hören, was er hier vorhin gesagt hat. In irgendeinem Raum hat er was gesagt. Ich habe dem wieder zu wenig Beachtung geschenkt vorhin. Das ist nicht gut, weil die wiederholen es nicht. Und wenn man das einmal nicht gehört hat, dann hat man halt Pech gehabt. Agrippa, hast du noch einen Tipp für mich? Sag mal irgendwas. Der Feind und Geist.
I found the Mithrae plans. Vantage had not been planned out. Do you know Mithrae is? I suppose it doesn't matter. It is an old thing, building temples out of caverns. The Dark Worlds being the universe, and inside are its followers. Humans watching the sky slowly turn. But the followers do have one thing to allow them a real sense of connection. Creation. The orbs. Das hilft mir überhaupt nicht weiter, was er da sagt. Aber guck mal, hier hört man ja auch so eine Maschine und... Ey! Ey, hey, hey, hey! Was ist hier denn los? Okay, da kann ich mir doch was hochbauen, oder? Jetzt hör mal auf zu labern, Agrippa. Hier wird gearbeitet. Ich baue mir jetzt ein kleines Treppchen. Sei doch still jetzt. Ist ja nicht auszuhalten. So. Dann kann ich jetzt wieder hoch, weil die Hebel wieder funktionieren. Schätze ich. Das wäre jetzt zumindest mal der Anhaltspunkt, den ich habe. Aber ich befürchte, dass oben wieder irgendjemand auf uns wartet. Hallo, hallo, hallo. Komm schon, funktioniere. Na? Jawohl. Yes. Rätsel gelöst. Es kann weitergehen. Ja, Rätsel gelöst. Aber für was eigentlich? Was bringt uns diese Maschine? Vielleicht funktionieren jetzt die großen Tore im Untergeschoss? Das würde ich jetzt mal auschecken gehen. Hier ging es nicht lang. Hier geht es zum Nebel, hier geht es zurück. Genau. So war das. Wie viel Öl haben wir noch? Bald schon wieder nichts. Träumchen. Nee. Du stoppst mich nicht. Und Freunde sind wir auch schon lange keine mehr. Alexander, Schmalexander. War das hier schon immer so dunkel? Agrippa, wenn du wüsstest, was hier schon wieder alles los war. Na, geht so, dich zu sehen. Hab ich? Jawohl. Die Tore sind offen. Was sich hier wohl hinter verbergen wird.